Ja. Jetzt spielst du wieder den Schlachen. Ja, den Schlachen. Den Schwachen. Ist klar, Junge. So nicht. Ich weiß doch, dass du eigentlich hier das volle Akro-Monster bist. Und dich gerade bloß so ein bisschen zurückhältst. Ich will nicht wissen, wie viele Minuten ich gerade einfach nur rumgerannt bin und ihr wirklich überhaupt nichts gesehen habt. Und ich währenddessen noch überhaupt nichts herausgefunden habe. So. Ey, Toni! Du hast Toni geschlagen! Wie kannst du... okay, ich mach's auch die ganze Zeit. Aber es darf nur ich! Ups! Fuck, ich wollte jetzt moin. Da hat er mich einfach so umgerannt, so wie Choot Choot, Motherfucker! Und dachte sich, den überrolle ich jetzt mal. Und ich habe leider Gottes keine Heil-Items mehr. Das ist jetzt extrem schlecht. Meine Zeit zum Wetzen ist auch wieder perfekt gewählt, aber ich habe es immerhin geschafft. Das Schöne ist, selbst wenn ich sterbe, ich verliere nicht noch mehr Leben. Weil ich ja schon mal gestorben bin, sollte ich nicht gerade stolz drauf sein. Aber geil, wie schnell Toni sich jetzt in letzter Zeit wieder erholt. Das ist doch endlich mal was Positives hier. Dass Toni nicht wieder 15 Minuten unter der Erde liegen bleibt. Nein, er hat die Sonne lieber als den nassen, feuchten Boden. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ja, ich höre dich schon, Junge. Deine kleine Stocherbeinchen, die klappern zu laut und dass du dich anschleichen könntest. Von wegen Solid Shogun. Nee. Rambo Cyan Tower passt besser. Wow, Vorratsblitzbombe. Ernsthaft? Musste die jetzt kommen? Da hinten kriege ich wahrscheinlich eine Bombe. Oh, eine Bombe wäre eine gute Idee. Macht bestimmt Schaden. Und ja, ihr merkt, wie unglaublich konzentriert ich jetzt gerade bei der Sache bin. Ich meine, es ist nur noch ein Monster. Für mich ist die Quest innerlich schon gewonnen. Was wahrscheinlich der große Fehler sein wird am Ende. Er ignoriert mich schon wieder. Son of a bitch. Genau das wollte ich doch. Ich lasse mich hier mal kurz raus. Ja, oder eben auch nicht. Wieso solltest du mich auch vorbeilassen? Das wäre zu einfach. Schade, der Vorrat ist noch nicht geliefert. Lass mich hier weg. Junge, finde ich nicht nett von dir. Würdest du jetzt mal ganz kurz angelaufen kommen? Nee, nicht zur Seite, so zu mir. So ganz freundlich. Du bist doch immer so nett normalerweise. Ja, fuck. Fuck, nicht so viel drehen! Ah, ich dachte, er läuft jetzt genau so los. Scheiße. Da habe ich mich wohl leider um ein paar Sekunden vertan. Wenn nicht auch Stunden. Okay, Sinu, du darfst dich wieder konzentrieren. Es ist wieder schwer geworden. Ja, Junge, das war nicht gut von dir. Das war absolut nicht gut für dich. Okay, wie viele Minuten habe ich jetzt verschwendet? Passt das? Ja, okay, der Part ist durch. Jetzt kann ich auch endlich wieder ordentlich spielen. Okay, nee, jetzt mal ernsthaft. Was habe ich noch für Sachen? Kann nicht sein, dass mich jetzt der Shogun abserviert. Sollte ich auf den Vorrat warten? Oh, der ist ja schon da. Ist wahrscheinlich gekommen, weil ich nicht hingeguckt habe. Ja, ergibt Sinn. Hier habe ich auch meine Schallbomben her. Sei ruhig, Flagge. Das stört. Ich darf Bullshit labern. Du darfst nicht Bullshit machen. Welche Flagge macht eigentlich solche Geräusche? Die bei mir quietschen immer bloß. Okay, jetzt sind da die Säulen, aber trotzdem. Das hört mal ganz genau hin. Ich bin mal leise. Das klingt, als wenn man eine Schublade zumacht und nicht wie eine scheiß Flagge. Irgendwas haben die da falsch gemacht. So. Als allererstes Giftwurfmesser Spam. Schön, dass er mich noch ignoriert. Das wird ihm teuer zu stehen bekommen. Und zwar genau einmal eine Vergiftung. Yo, wunderschön. Das heißt, allzu lange wird er auch nicht mehr durchmachen. Genauso wie ich. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen ruhig bleiben. Nicht wieder auf Puls von 5833 und 10 kommen. Also in anderen Worten, over 9000. Nein. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Wie gesagt, die Quest ist wieder schwer geworden. Sie hat ein bisschen Anreiz dazu bekommen. Jetzt kriegt der Idiot sich schon wieder ein. Oh, vergrab dich doch vor mir. Denkst du echt, du bist so eine große Schande? Ja, das bist du. Schön, dass du es einsiehst und dich dein Gesicht vor meinem wunderbaren Antlitz versteckst.
So. Bitch, please, da liegt die Krabbe auf dem Boden und greift mit ihren Stochelbeinchen nach Luft. Die übrigens aussehen wie Spinnenbeine. Und Spinnen mag ich nicht. Das heißt, du wirst sterben. Hat er gerade echt unterirdisch die Klauen ausgefahren. Wie so eine Katze. Psing! Da hört man es auch immer. Der wird schon nicht hochkommen. Ja, perfekt. Ja, langsam, mein Junge, bist du unter meiner Kontrolle und nicht mehr andersrum. Ich könnte auch mal da hochgehen, wenn er sich eingräbt, aber ich denke, mit seinen langen Klauen, die er ruhig mal wieder schneiden könnte, so ein scheiß Struppelpeter, wird er mich da auch erwischen? Ich wäre sowas von hart getroffen worden jetzt eigentlich. Könntest du jetzt mal bitte nicht auf Toni gehen und auch nicht auf mich? Genau, endlich wieder rauskommen. Das ist die Devise. Ich sehe nicht Shogun-Blut, nicht Daimyo-Blut, Kappa-Keon-Blut. So heißt das Scheißding. Obwohl bei ihm heißt es wahrscheinlich auch Shogun-Blut. Ich meine, ne, aus Shogun, Shogun-Blut raus. Das passt ganz gut. Der ignoriert mich eh wieder. Das ist eine gute Idee. Ich sollte ein Fatales auch mal ignorieren. Wahrscheinlich. Der trifft mich nicht mal. Bitch, please, wie konnte ich den Kampf bitte schön verlieren? Jetzt mal ernsthaft. Ich wette, ich sterbe jetzt nochmal. Das sollte am besten nicht passieren. Aber es ist ab jetzt immer meine Standardtaktik Nummer 1. Erstmal so 5 Minuten das Monster ignorieren. Konsequent. Daraufhin wird das Monster eifersüchtig und ignoriert einen selber. Und während das Monster ihn ignoriert, kann man zu Tode dreschen, ohne Schaden zu nehmen. Das ist eigentlich die größte Master-Taktik vor dem Herrn. Warum ich da nicht eher drauf gekommen bin? Mensch, Toni, darfst du mal mit deinem Hammer eins überziehen? Ausnahmsweise mal. Ohne, dass ich sauer werde. So, die nächste Hilfearznei nehmen. Wir wollen ja mit vollem Leben in den Kampf gehen. Nicht, dass der sich doch nochmal dazu entscheidet, uns zu töten. Was er aber nicht tut. Wow, 30 Minuten, das könnte man auch gut in zwei Parts machen. Dann müsste ich es aber weiter. Ja, ja, passt schon. Bastian! So, erstmal hier noch ein paar Monsterknochen X rausholen. Wo ich glaube, den kann man auch normal aushäuten. Das heißt, hier gibt es nämlich normale Sachen. Okay. Ja, da hat er sie nun mal wieder bewissen. Ja, ich bewisse immer. Scheiß auf Beweise. Ich weiß es einfach. Deswegen bewissen und nicht beweisen. Ich bin. Da hat er sie nun mal wieder bewissen, dass Durchhaltevermögen das einzige Gut ist, was man in diesem Spiel wirklich braucht. Scheiß auf Skill, scheiß auf Können, scheiß auf geile taktische Überlegungen, die am Ende eh nicht funktionieren. Nein, einfach nur Durchhaltevermögen und das Wissen, dass das Vieh hier schwächer ist als der Shogun und deswegen das Vieh hier schneller stirbt mit einer Feuerwaffe. Da hätte ich theoretisch auch so drauf kommen können bei der letzten Quest, dass der hier in 0,0 tot ist und der da hinten, den ich euch gerade nur schwer zeigen kann, der hier Ewigkeiten braucht. Hätte ich die letzte Quest wahrscheinlich auch noch geschafft, aber gut, so haben wir es so gemacht. Okay, kann ich noch einen Monoblast-Rückenpanzer bekommen. Ansonsten nichts Wichtiges. Yay, wie toll ist das denn? Hat das Spiel mich mal ausgiebig dafür belohnt, dass ich so gut im Durchhalten bin? Vielen lieben Dank, liebes Spiel. Ah, längstes Gold, immerhin etwas. Das Ding war aber auch ein riesengroßer Brocken. Also, boah, da ist der Harz ja nichts dagegen. Ich weiß nicht mal, ob der Brocken im Harz liegt. Ich habe in Geo nicht aufgepasst. Sollte der Brocken nicht im Harz liegen, dann war das gerade kein. Dann war das gerade kein Wortwitz, sondern ein tatsächlicher Witz bezogen auf einen Berg. Es variiert jetzt, je nachdem, was denn wirklich stimmt. So, wir gehen erstmal zur Pokéfarm. Erstmal vielen Dank für alle, die es im letzten Part runtergeschrieben haben. Das Ding, was ich meine, hieß, ich überlege nochmal kurz selber, bevor ich google. Oh, nutze den Tag. Onora Dias. Oh, fuck, Alter. Mir liegt's an sich auf der Zunge, aber ich komme nicht drauf. Ich google einfach, nutze den Tag jetzt und dann sollte ich es theoretisch auch direkt herausfinden. Also, nutze den verfickten Tag. Französisch. Ne, jetzt ist nicht Französisch.
Nutze den Tag. Carpe diem! Wie auskaufen, genau. Carpe diem. Oh. Ja, okay. Vielen Dank für alle, die es beim letzten Mal drunter geschrieben haben. Alle, die es nicht getan habt, öffnet jetzt nochmal das letzte Video, schreibt es drunter und guckt hier weiter. Warum nicht? So, was machen wir jetzt mal Sinnvolles? Außer dumm Blödeleien. Alter, wenn ich so weiterspiele, werden das mindestens 700 Parts. Nicht weniger. Auf gar keinen Fall weniger. So. Also. Ich weiß, ich wollte eigentlich die Rüstung farmen. Aber für Farmen habe ich keine Lust. So, hier machen wir jetzt erstmal nicht weiter. Hier brauche ich die Bogenrüstung, die ich nicht farmen will. Ein Kongalala. Da will ich aber ein Schild und Schwert benutzen. Ja, ich bleibe jetzt bei dem verfickten Schild und Schwert oder Gewehrlanze. Ich will die Scheißdinge endlich mal wieder benutzen. Die ist so lange her, dass ich mal effektiv meinen eigenen davon benutzt habe. Ich vermisse die beinahe. So, na, scheiß drauf. Ich will kein Aura-Juwel. Ich will auch kein Riesenmais. Scheiße, Mann. Warum gibt's davon nichts? Ich fühle mich voll unterdrückt von dem Spiel. So, nein. Nein, das könnte theoretisch funktionieren, aber ist nicht wirklich gut. Nee, ich habe keinen Bock auf Rayan. Oh, ach scheiß die Wand an. Gibt's hier denn nichts Vernünftiges, was man mal schnell machen könnte? Nee, warte, das ist Monster Hunter. Hier geht nicht mal easy peasy schnell was zu machen. Da muss man eben mal stundenlang farmen. Na gut. Dann, bei Schild und Schwert. Ich könnte mir den starken Knall machen. Der wäre aber relativ sinnlos. Ich könnte mir auch... Könnte ich die machen? Ich könnte mir die erfahren. Ketsu, Gibt's sowas haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Was ich aber eigentlich im Sinn hatte, war... es diese Waffe hier zu verbessern, für die wir ein Ratia-Rubin brauchen. Alter, das Spiel fistet mich von Tag zu Tag erneut. Also, Schwerter. Wird der Kirin-Bolzen in Dora zum... Nein, wird der Kirin-Bolzen zum Kirin-Bolzen in Dora, ist meine Frage. Schauen wir uns die Kirin-Bolzen in Dora doch mal an. Das tun wir mal da, wo man ihn sich angucken kann. Natürlich wusste ich, dass es da nicht geht. So, Kirin-Bolzen in Dora, wie siehst du aus? Bist du so ein langes, kleines Ding? Nein, bist du nicht. Das heißt für mich, dass dieses lange kleine Ding, was ich da kaufen kann, nicht zu dem hier wird. Wenn doch, bin ich halt wieder mal gearscht. Deswegen baue ich mir den... Baue ich mir den? Oder baue ich mir was anderes? Hey, Geld haben wir ja. In begrenztem Maße. Ach, ein Ratenrubin. Das ist ja ein so häufig erscheinendes Gut. Ich könnte mir auch direkt so bauen. Kirinhorn Plus, an sich ist das alles gut zu bekommen. Es ist halt eben nur High Rank, aber... Ach, Elterlied-Erz. Davon habe ich ja so viel. Die andere Frage ist, was will ich mit dem verfickten Donnerschild und Schwert, wenn ich einen Kongalala machen will? Junge, dass ich auch nicht nachdenken kann über das, was ich hier mal so erzähle. Nee, weil mein Gehirn schaltet beim Let's Playen sowieso immer aus. Das ist so die oberste Regel. Wir könnten die Quest nochmal machen und dann unser eigenes Schild und Schwert bauen. Womit wir beim Thema wären, was soll ich mit dem Scheißteil? Mein Wunsch wird wohl mal wieder nicht erfüllt. Ich will nicht wissen, wie oft ich hier schon durchgeguckt habe. Wahrscheinlich viel zu häufig, nur um mich dann wieder dazu zu entscheiden, doch nichts zu kaufen. Das ändere ich jetzt mal. Ich baue mir jetzt einfach die Waffe. Scheiß drauf, wie sinnvoll oder bescheuert das ist. Oh, hier gibt's ein Ninja-Schwert. Den Namen hatte ich ja noch gar nicht gelesen. So, ich wette, das war jetzt die dümmste Aktion, die ich jemals hätte bringen können. Kirin-Bolzen Plus und dann wahrscheinlich in Dora, ne? Das ist das Einzige, was wirklich... Könnt ihr mir irgendjemand sagen, warum ihr überhaupt zuguckt? Ich bin gerade so verpeilt, dass ich mir selber nicht zugucken würde. Ich meine, ich kann mich selber gerade nicht ausstehen, weil ich bin da gerade so hin und her gerissen im Sinne von
Scheiß drauf, ich mache einfach die nächste Quest und ich will eigentlich schon qualitativ hochwertige Videos zeigen. Das ist gerade so ein Spagat, den ich nicht ganz zustande kriege. Spagat bin ich eh nicht so gut, also Sport immer 6 und das wird sich jetzt auch nicht ändern. Jan Kukus hatten wir letztens erst. Jan Garugas ist auch nicht allzu lange her. Ich würde sagen, wir machen einfach den Kopf von Blangonga. Ja, den müssen wir auf jeden Fall machen, einen von beiden. Aber müssen wir schon wieder mit Hammer ran, Mann? Ich will nicht mit den Scheißwaffen. Da! Es kotzt mich an. So, ich lege jetzt fest. Ein für alle Mal, wir farmen jetzt. Punkt, fertig, aus. Also, wir verbessern. Was kann ich verbessern? Ich kann das goldene Fälschchen verbessern. Dafür brauche ich Radian-Rubin. Ich brauche hier Ethalit-Erz und schwere Blangonga-Reißzähne und Daora-Drachenschuppe Plus. Habe ich 3 von 4. Okay, das heißt, wir könnten uns theoretisch den Eisreißzahn verbessern. Was will ich mit dem? Überhaupt nichts, außer angeben. Und angeben ist schon mal was Geiles. Obwohl er nicht allzu schwer zu bekommen ist, also das Angeben auch schon wieder eher schwierig. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr am liebsten sehen wollt. Da habe ich dann so ein Muster, nach dem ich gehen kann. Und ich... Ach, wisst ihr was? Ich bin jetzt einfach mal wieder weiterhin bescheuert. Wir nehmen uns jetzt erstmal den Hammer. Machen den High Rank Blangonga. Reguläre Gewehrhammer. Ich meine, ich habe jetzt fast 10 Minuten nichts gemacht. Dann müssen wir jetzt mal noch mal kurz irgendwas hinten dranhängen. Erfahre hier, ich versuche zumindest, die paar Reißzähne noch irgendwie zu bekommen. Ja, hier Drachenhaupt und Fette Tomato. Miau, miau. Und, oh, Genügsamkeit. Vergiss es, ich bin nicht genügsam. Ich will scheiß Zähne bekommen. Dafür brauche ich am besten auch noch Schockfallen, wo ich zum Glück hier zumindest noch eine drin habe. Dann hier noch ein Fallengerät mit, dann müssen wir dann gleich noch ein zweites kaufen. Der Rest wird abgelegt. Dann können wir eigentlich direkt zur offenen Versammlungshalle gehen. Obwohl, da sind die stärker, ne? Ach komm, wir kaufen hier die Fallgrube, weil wenn die Monster stärker sind, sind auf jeden Fall auch die Items besser. Obwohl die den gleichen Namen haben, die merken sich das nämlich, wenn man und wo man die sich kauft. Und dann machen wir bei Nekot einen High Rank Blangonga. Wo die Quest muss ich bestimmt hier noch High Rank machen. Alter, ich bin so da. Okay, gibt es hier denn. Oh, ein Rajan, wie schön. Gibt es hier denn einen. Wie soll ich es nennen? Blangonga. Blangongo Mongo. Genau, ein Blangongo Mongo. Haben wir wirklich noch nicht gemacht. Na perfekt, das spielt uns doch in die Arme.